Hallo liebe Leute, ich habe mich hier und willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Diesmal hier als Meuchelschurke in Patch 8.2. Das heißt, auch hier haben wir gerade die Essenz Erinnerung an den Klartraum. Die ist sogar ziemlich gut für Asa. Der hat momentan 404 Item Level und dann schauen wir hier noch kurz Talente. Wir spielen ja Schleichendes Gift, wir spielen Systemschock und wir spielen Rauchbombe noch dazu. Und jetzt sollten wir erstmal schauen, was genau die vorhaben. Wir können nämlich als Schurki hier eigentlich ein bisschen sneaky sein. Eventuell, das kommt darauf an, ob wir Turm Mitte gewinnen, so eine Turm. Dann könnten wir nämlich hier auf der Seite mal ganz kurz vorbeigehen. Ich weiß, da drüben Defen 3, aber die sehen mir so aus, als würden die versuchen, TH einzunehmen. Das wäre nämlich dann Free Tap für mich hier drüben. Deswegen gehen wir hier mal kurz durch. Der macht nicht Sicht an, oder? Ich hoffe nicht. Dann habe ich eventuell ein Problem. Das ist ein Feral Druid, glaube ich. Was haben wir drüben? Drüben wäre ein Schurke mit Gear. Ah, aber die defen zu zweit hier. Ein Feral, ein Hunter. Ah, das ist so ungut, Mann. Das ist so ungut. Warum sitzen die mit drei Leuten oder zwei Leuten jetzt den Turm, wenn die Mitte nicht kriegen? Anscheinend haben wir Mitte geholt, oder? Wir haben Mitte geholt. Ich habe noch nichts zum BG beigetragen, deswegen versuchen wir jetzt einfach mal. Der hat ziemlich gutes Gear, der Feral. 10% Ausdauer-Buff. Hat er zwar auch, aber egal. Wir schauen einfach mal. Wir zappen ihn hier. Dann können wir hier von der Seite. Oh, Auto-Insigne. Wir zappen ihn nochmal. Machen wir hier erdrosseln. Zack. Dann gehen wir ihm hier gleich kidnen, weil Insigne hat er keine mehr. Dann ballern wir Vendetta rein. Und dann schauen wir erstmal, ob wir hier dann kurz mit Finte gegenballern können. Nein, macht er nichts? Mann. Ach, das ist eine Eule. Doch, jetzt macht er was. Ich wollte gerade mega tryharden. One-on-one, Alter. Und dann tut er halt einfach nichts. Was soll das, Mann? Jetzt war ich kurz mega hyped. Wir zappen mal den Mage. Nein, tun wir nicht. Dann gehen wir mal drosseln hier, damit er nicht instant casten kann. Dann gehen wir hier instant Cloak auf seinen Cast. Wir können ihn sogar nochmal kicken. Dorten gleich den Schurken mit. Switchen, solange er Temp Shield ab hat. Da opent gleich noch einer auf mir. Wir können hier einmal kurz Finder ziehen. Wir healen uns. Wir gehen auch noch in drinnen zur Sicherheit. Dorten hier nochmal nach. Wir könnten kurz vanischen, in der Hoffnung, dass irgendwo ein anderer kommt, aber dem ist nicht so. Leider findet er mich instant wieder. Wir können ihm nochmal Cheap Shot geben. Nein, können wir nicht. Oh, Kidney Shot ihn. Warum kam mein Cheap Shot jetzt nicht durch auf den Jäger? Okay, ich weiß gerade nicht. Ich habe gerade ziemlich abgefuckt. Egal. Meine Essenz habe ich noch dann eingesetzt, aber die Essenz hat ja einen Passiv-Effekt auch. Das heißt, eure Zaubernfähigkeiten haben eine Chance, Energie in Höhe von 50% der verbrauchten Menge zu erstatten. Heißt also, wenn ich jetzt Vergiften einsetzt, dann kriege ich halt die Hälfte, also von den 35 Energie, einfach wieder zurück. Natürlich sehr, sehr geil. Und das noch coole ist, Vendetta läuft ja mega lange als Cooldown. Entschuldigung. Das heißt, innerhalb von Vendetta könnte man Erinnerungen an den Klartraum auch noch ziehen und wird dann so derart davon profitieren, weil du so viel Damage rauspumpen kannst. Das bringt aber maximal was in Arena oder wenn ich hier irgendwo einen Healer zum Tunneln hätte, ansonsten eher nicht. Irgendwie haben wir den Turm doch, oder nicht? Ja, den haben wir doch. Haben wir die Flagge? Haben wir immer noch. Ich suche gerade eigentlich, ehrlich gesagt, wo der Zerg ist. Die BGs sind momentan immer noch ein bisschen tryhard, wobei das geht eigentlich gerade. Das ist gar nicht so schlimm jetzt. Das ist gerade angenehm, will ich mal das sagen. Da war ein Feral gerade. Leider sehe ich ihn nicht mehr. Der war gerade neben mir, oder? Bin ich auf... Oh! hau rein. Wir geben dem hier mal Kidney kurz, dann kommt auch schon die Insignie. Schau mal, will er nochmal ausweichen. Wir dorten ihn nochmal zur Sicherheit einfach, weil er eventuell noch in die Luft springt. Nein, macht er nicht. Okay. Geh ein bisschen zurück. Ah, oh, das war klar. Das war klar, dass er das noch durchkriegt. Wir schauen einfach mal, ob mich Stealth gehen lässt. Ja, wunderbar, weil dann können wir ihm hier Drosseln geben. Dann kann er nicht casten. Dann dorten wir ihn. Warten kurz. Dann geben wir ihm hier Kidney auf seinen Cast. Da kommt Insigne. Kicken ihn nochmal. Und das war's dann auch schon für ihn. Die reiten. Ich glaube, die wollen leechen. Ich glaube, die haben keinen Bock mehr. Kann das sein? Wir kommen gerade vor. Kriegen wir den Turm? Wir haben den Turm ja auch noch. Vielleicht, da kommt nochmal... Okay, da kommt der aber respawnen. Ich würde mir gerne nochmal ein 1v1 geben, damit ich mal meine Essenz testen kann, aber das entsteht hier, glaube ich, nicht mehr. Da sind ein bisschen viele Leute. Gedankenexplosion, der ahnt irgendwie schon irgendwas. Da geht ein Night Elf Stealth. Oh, zwei Schurken und Demon Hunter. Gegen einen, weil ich würde dir hier helfen, Bro, aber ich weiß nicht so recht. Wobei der Mönch zerlegt hat einfach gerade alle, oder was? Wir gehen hier mal erdrosseln, zweimal erdrosseln, dreimal erdrosseln. Dotten den hier mal kurz. Wir gehen hier auf ihn. Als erstes, der soll eigentlich drauf gehen. Gehen wir nochmal vergiften. Dann Trinket was, geben ihm Kidney. Ah, er hat mich rausgebobbt. Oh mein Gott. Er hat sogar mit mir zusammengespielt gerade. Wir ziehen jetzt mal meine Essenz. Für maximalen Energiereck. Ah, weich kurz aus. Dann kicken wir ihm hier direkt I-Beam. Haben wir keinen Bock drauf.
Gehen wir nochmal Finisher. Dann würde ich hier gerade ganz, ganz gerne verschieben. Lässt er mich helfen. Ich habe zwar noch Ding drinnen, Essenz drin, aber egal. Können ihm hier einen Cheap Shot geben hinterher. Schauen wir mal, ob Insigne wird. Ich weiß nicht, castet er auf mich? Nicht wirklich. Mein Kidney, hat der gerade verfehlt? Ich weiß gerade nicht, was passiert ist, ehrlich gesagt. Wir können ihm hier mal mit Waffen-Throw mal kurz slowen. Wow, dann gehen wir mal rüber. Damit ich nicht im Meteor drinnen stehe. Nicht unnötig feeden. Irgendwie geht es aber trotzdem nicht so recht voran mit unseren Punkten. Wobei, wir sind jetzt schon beim letzten Turm. Aber ich glaube, da drüben zirkt auch irgendwo was. Kommt mir zumindest so vor. Ah, jetzt laufe ich in die Mindbomb rein. Das war ungut. Das sollte nicht passieren. Ich würde mir gerne mal ein 1v1 suchen gerade. Da läuft sicher gleich irgendwo nochmal einer runter. Das Witzige ist halt, momentan gibt es bei den PGs echt kein so ein Mittelding. Jetzt gehen wir dem nochmal erdrosseln. Schauen wir, dass beide Dots ab sind. Kickt mich weg, wir steppen zurück, warten kurz. Ah, das war ungut. Ich wollte genau darauf warten, dass er jumpt und ich ihm im Jump quasi einen Scattershot geben kann. Aber, ah, Scattershot sage ich schon. Er gibt mir Scattershot, aber ich wollte ihm Nierenhieb geben. So, dass wenn er springt und ich das direkt drücke, dann fällt er einfach in der Luft wieder runter. Aber das ging sich nicht aus. An meinen Rogueplays muss ich noch üben. Versteht ihr, in der Vorstellung sieht das immer alles so anders aus. Aber wenn ich es dann umsetzen will, dann haue ich irgendwie nicht so recht hin. Versuchen die hier noch was? Es ist momentan, es tut mir leid, aber es ist momentan wirklich schwer, richtig gute BG-Dinger aufzunehmen. Weil das Problem ist halt, entweder wir dominieren komplett oder die andere Seite dominiert komplett. Weil halt jeder so tryhard am Ehre-Farm ist für die Essenzen. Jetzt ein bisschen schwierig, irgendwie ein BG zu kriegen, wo halt halbwegs Action abgeht. Ich meine, hier ging es am Anfang, aber jetzt haben sie irgendwie komplett aufgegeben. Jetzt stehen sie irgendwie noch da oben. Könnte auch wenigstens jetzt zergen, gibt trotzdem Ehre. Das finde ich immer ein bisschen schade. Dann dort mal den auch nochmal zu. Oh. Da steppen wir nochmal hin und her. Ah, oh, das war meiner, glaube ich. Ich glaube, das war meiner. Ziemlich sicher. Aber nichtsdestotrotz, tut mir leid, aber ich hoffe, dass in Kürze dann wieder ein bisschen besser läuft, sobald die meisten Leute ihre Essenz geupgradet haben. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr Däumchen nach oben, wenn ihr noch Fragen habt, wie immer ab damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht mehr auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.